der Gegend? Das Heulen aus dem Dorf lässt meine Milch sauer werden. Nichts Ungewöhnlicheres als das? Der Nebel war einmal so dicht, dass ich mich verirrte und zum Haus der Hexe kam, wo ich sah, wie eine große Bestie durch ihr Fenster blickte. Könnt ihr mir mehr erzählen? Ich blieb natürlich nicht dort. Ich rannte so schnell weg, dass mich meine Füße fast überholten, aber das Ding war so groß wie ein Pferd. Spie Rauch und Funken, wie ein Herdfeuer. Später. Hey, warte doch mal, Odo. Du mal ein Stück, ja, machen wir gleich. Was habt ihr auf dem Herzen? Nur noch eins, würfelt ihr? Heidnische Bräuche, davon will ich nichts hören. Der Geistliche predigt, merzt es aus. Ihr wisst also, was das ist. Bringt das zu den Zwergen. Mehr sage ich nicht. Man sieht sich. Jetzt lassen wir nochmal schlafen hier. Was habt ihr auf dem Herzen? Schlafen. Ich ruhe mich ein bisschen aus und bereite mich vor. Neue Talente erworben. So, übrigens können wir leider auch nicht weitermachen. Ausdauer. Bandheit haben wir auch voll. Stärke würde höchstens jetzt hier noch gehen. Zeichen, ja. Hier könnte ich noch machen, hier könnte ich auch. Fizz out. Starker Stahl. Ja, Stahl. Puppenstahl. Art wie Kopfstahl. Starkes Silber. Ja, Silber haben wir noch gar nichts. Ärgert mich noch mehr. So, gehen wir erstmal in die Stärke rein. Position. Regeneration. Und Aufhandel. Schaltet Machtverstärkung im Faustkampf frei. Dankeschön. Und wir meditieren bis zum Morgengrauen. Oh, Geralt, jetzt geht's dir besser. Nach 8 Stunden meditieren, du schläfst ja nicht, ne? Ich glaube, Hexer schlafen ja nicht, die meditieren nur. Oh. Na? Dieser Hund scheint nach etwas zu suchen. Vorsicht, Kleiner. Das sind Echinopsdornen. Was bewachst du denn? Was habt ihr auf dem Herzen? Später. Dieser Hund scheint nach etwas zu suchen. Vorsicht, Kleiner. Das sind echt. Was bewacht? Hundehütte. Ja, schön, dass ich das denn sehe, dass es eine Hundehütte ist. Nein, es ist eine Hundehütte. Geralt, wir gehören hier nicht hin, es ist eine Hundehütte. Verschlossene Tür. Abgeschlossen. Nein, wird ja immer mysteriöser hier. Die Tür ist abgeschlossen, die Hundehütte ist eine Hundehütte. Und Nieswurz gibt's hier überall. Na, Gesundheit. Wir müssen uns noch Tränke machen. Ich weiß es auch gar nicht, kam man außer in die Stadt noch in andere Gebiete? War nur gerade was gewesen. Alles gut. So, jetzt gucken wir erstmal. Ach ja, stimmt. Wir müssen ja die andere Quest. Misstrauische Dörfler. Ich habe fast Vertrauen von Odo und Haren gewonnen. Und jetzt Nicole. Auf Karte verfolgen. Nicole ist direkt da oben. Also nach oben. Oh, regnet, ne? Lauf mal schnell, Digga. Ach ja. Oh, schicker Blitz. Mm-hmm.
Komische Töne hier. Also es regnet aber ziemlich oft in Mibusima. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich auch schon richtig tierisch, endlich das richtig mal mit Witcher 3 auch dann zu machen. Ich weiß ja nicht, wer von euch vielleicht mal meinen... Also, naja. Ich wollte jetzt eigentlich nicht irgendwie Werbung machen oder so, aber auf meinem YouTube-Kanal gibt es mit die ein paar Folgen von Witcher 3. Aber ich spiele ja deswegen Witcher 1, weil ich ja unbedingt das einmal richtig machen wollte. Einmal Witcher 1, Witcher 2 und dann kommt natürlich Witcher 3. So. Hier haben wir nochmal eine Feuerstelle. Selbe Stelle, selbe Welle. Kommen Sie zur Feuerstelle. Da haben wir Mikul. Stopp, seid ihr. Ihr solltet das nicht wert. Halt! Was? Na, was schon. Ich will in die Stadt. Es gibt eine... Wie heißt es noch? Quadrantine. Quadrantine? Dauern sie noch lang. Diese Quarantäne. So, was weiß der Kommandeur? Ich nicht. Und der Kommandeur ist wohl drin. Gilt diese Quarantäne denn für alle? Keine Ahnung. Habt ihr schon einmal jemanden hereingelassen? Leute mit Pässen. Die darf ich reinlassen. Verstehe. Reden wir. Weiß der Geistliche, dass ihr hier seid? Ja. Natürlich. Ich glaube euch nicht. Hat er euch was mitgegeben? Der Geistliche sagte, betet das Feuerzeichen an. Offenbar hat er euch geschickt. Der Geistliche meinte, ich könnte euch zu Diensten sein. Wo könnte ich einen Pass bekommen? Wo könnte ich einen Pass bekommen? Der Orden der brennenden Rose hat Pässe. Das ewige Feuer bekämpft die Pest. Ich habe hier keine Ritter gesehen. Könnte der Geistliche etwas wissen? Der ist schlau. Fragen kann nicht schaden. Lebt wohl. Oh, lebt wohl, ey, das geht doch nicht. Der Geistliche sagte... Ja. Weiß nicht, gibt es Probleme hier? Ich fand diese seltsamen Würfel. Ich fand diese seltsamen Würfel. Zwergenhandwerk. Keine Ahnung, was die Leute reden, aber ich spiele schon lange nicht mehr, ich schwöre. Ganz ruhig, Mikul. Ich frag ja nur. Der Geistliche kann bestätigen, dass ich meine Würfel verbrannt und der Teufelei abgeschworen habe. Redet mit dem Zwerg Soltan. Soltan, sagt ihr? Ah, ist ja gut. Ja. Kennen wir auch schon. So. Der Geistliche meinte, ich könnte euch zu Diensten sein. Ich soll diese toten Leute loswerden. Tote Leute? Jawohl. Der Kommandeur hat mich zur Gruft unten an der Straße beordert. Ich habe doch noch nie gekämpft. Viel zu viel Angst. Tote, sagt ihr. Bitte, Herr. Ich bin ein Hexer. Ich befreie euch von den Unholden. Aber ihr müsst mir 200 Ohrens zahlen und dem Geistlichen sagen, dass ich euch geholfen habe. Ich bin ein Hexer. Ich befreie euch von den Unholden. Aber ihr müsst 200 Ohrens zahlen und dem Geistlichen sagen, dass ich euch geholfen habe. Gewiss, Herr. Ich erzähle ihm alles, was ich weiß. Das ist nicht viel. Aber viel Gold besitze ich auch nicht. Na egal. Solange die Toten erschlagen werden. Bis später. Jetzt fragen wir ihn aber noch einmal ganz kurz. Wegen den letzten. Gibt es Probleme hier? Naja, die Kartiona, oder wie diese Pest heißt, bringt die Leute um. Und Ungeheuer haben wir auch. Ungeheuer? Was für welche? Da wären Wölfe. Massenweise. Die Toten. Elfen und Kobolde. Wölfe, sagt ihr? Jawohl, scharenweise. Die Köter sind wild geworden. Früher konnte ich sie mit Steinen vertreiben. Heute fürchte ich mich zu sehr. Verstehe. Aha. So, wo kann ich diese Gule finden? Wo kann ich diese Gule finden? In der Nähe des Gasthauses. Da ist so ein Hügel und so ein Eingang. Lebt wohl. Höhle, Eingang.
Bergram. Ja, alles klar. So, den haben wir gesprochen. Die Ghouls, ne? Ich versprach Miko, die Ghouls zu töten, die Gruft zu ihrem Lager haben. Gut. Alles klar, das ist dann wieder da. Okay. Also sind wir wieder in derselben Situation wie vorher. Auch gut. Dann kriegen wir ja gleich einen doppelten Sold. Ein Orens, ja. Wir brauchen Orens. Oh, so schöne Musik. In dem scheiß Regen. Und jetzt dreht der Ding wieder rum. Ab. So, sind wir schon da? Sieht so aus, ne? Feuerstelle war ja hier irgendwo. Ja, mal ein Zeichen der Macht. Ja, was möchte ich dir tun? Ritual der Magie durchführen. Ja. Dankeschön. Ja, haben wir nochmal Balissa. Und jetzt warten wir, glaube ich, bis zur Nacht, ne? Cinnament danach, aber vorher muss ich noch was machen. Fruchtbringerblick. Mutagener Trank gewährt ein Bronzetalent. Katze. Gewährt sie Vermögen völliger Dunkelheit. Die ist gut. Katze machen. Mischen. Schwalbe, Waldkauz. Weißt du, mir ist zum Heilen, ne? Extrakt der Zahl der Zutaten, okay. Das war doch das, oder? Alchemist, Grundstoff für Tränke, milder Hexer, Halluziko oder Waldkauz. Schwalbe, Grundstoff für Tränke, milder. Oh, ja, toll. Weißt du, mir will. Egal, wir machen einfach mal. Weiße Möwe. Gut. Und jetzt warten wir bis Mitternacht. Ein Auge hatten wir, ja? Wo haben wir denn? Wo haben wir das schöne Katzenauge? Ein bekannter Trank. Ja, Schwalbe. Zinköl, Nikofarenöl. Hä? Ich dachte, ich habe Katzendingen gemacht. Unbekannter Trank. Ja, dann ist ja gut, ne? Nekrophagenöl. Dingenüberzug. Okay, so. Alles klar. Mischen wir das mal. Oh, ich dachte, ich habe ein Ding gemacht. Milch, ja, toll. Weißer Honig. Trank reduziert Toxizität auf 0, ja, toll. Katze, da! Ja, okay. Will er nicht, dann nicht. Dann gehen wir rein. In die Gruft. Es scheint, als sei die Frau am Inhalt dieser Flasche gestorben. Die Ghule sind wegen ihrer Leiche hier. Dunkle Bereiche. Tipp. In dunklen Bereichen wie Höhlen und Gewölben solltet ihr den Trank Katze zu euch nehmen oder eine Fackel anzünden, um die Sicht zu verbessern. Oh, da ist schon cool. Kann ich Schwalbe benutzen? Ja. Was hast du denn gehabt hier? Mädchenleichner. Die Leiche des jungen Mädchens muss die Ghule angelockt haben. Okay.